So, jetzt haben wir hier nämlich auch die gleiche Tiefe wie auf der anderen Seite. Moin! Wir sind wieder mit unserem Grubber in Gange. Stoppelbearbeitung. Diesmal in Schrajan. Ich habe jetzt den Grubber einen Ticken tiefer gemacht. Genau wegen den hier. Das sind Disteln. Und die wollen wir hier schön abschneiden. Das ist ein kleines Problem, was wir hier in Schrajan leider haben. Und anschließend, tatsächlich auf diese Fläche nicht. Momentan ist geplant nicht, aber alle anderen Flächen kommt Zwischenfrucht rein und dann Winterfurche. Zwischenfrucht kommt hier auch rein, aber keine Winterfurche. Ups. Ja, damit jeder weiß, dass ich hier bin, ne? Zwischenfrucht kommt hier auch rein, aber keine Winterfurche aus dem Grund, weil man maximal 20% seiner Ackerfläche über den Winter schwarz lassen darf. Das ist ja das Prinzip einer Winterfurche. Und genau die anderen Flächen, die werden wir, leider ist das jetzt schon eigentlich viel zu spät, die werden wir aber demnächst jetzt mit Zwischenfrüchten bestellen. Die werden wir mit Zwischenfrüchten bestellen und ja, dann im Spätherbst umpflügen. Einfach aus dem Grund, damit wir im Frühjahr früher raufkommen. Weil dieser Boden, der hat deutlich mehr Lehmanteil als bei uns. Wenn wir die ja, grobklotige Erde den Winter drüber oben lassen, dann zieht da das Wasser ein und das friert den Boden quasi kaputt. Und dadurch ist es trockener im Frühjahr und man kann früher auf die Fläche rauf. Das mit der Zwischenfrucht machen wir jetzt aber auch, weil wir ja das Stroh abfahren. Auch wenn wir das Stroh als Champos wiederkriegen, wollen wir ja trotzdem ein bisschen Humus dem Boden zurückgeben. Deswegen haben wir ja die Zwischenfrucht. Und die arbeiten wir dann ein. So wie im letzten Vlog auch, der Trecker, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Bildschirm erkennen könnt, der Trecker wird jetzt automatisch ja, das Vorgewindemanagement machen. Er hat hinten, hebt dann meinen Grubber selbstständig hoch, fährt eine kleine Birne und dann setzt er die zweite Spur wieder ein. Und das werde ich die nächsten 2 Tage machen. Da habe ich noch eine Fläche, da hinten habe ich noch Flächen. Christopher fährt gerade das ganze Stroh hier zusammen. Die Fläche ist ja schon fertig. Carsten kommt mit einem Mulcher noch. Wir haben einen Frontmulcher und einen Heckmulcher, der zur Seite wegzuklappen ist, also kein Butterfly. Der mulcht die letzten Ackerbohnen weg, die wir stehen gelassen haben. Falls ihr da mehr wissen wollt, guckt mal in den letzten Vlog. Ja, das war mit den Ackerbohnen leider nichts, wirklich. Naja, und so ja, sieht das dann quasi bei mir hier jetzt aus die nächsten Tage. Mal gucken, wie viel ich euch davon zeige. Meine Drohne, weiß ich nicht, ob die heute ankommt. Wahrscheinlich sieht es eher aus, als wenn die morgen kommt. Wir werden es alles sehen. Vielleicht kriege ich noch ein paar schöne Aufnahmen hin hier vom Grubbern in Schrajan. Und ansonsten mache ich mir hier jetzt einen entspannten. So, kleiner Zwischenstand. Da vorne haut Carsten gerade ab. Da könnt ihr noch Christopher sehen. Der stellt hier gerade Strohbunde zusammen. Wir haben Mittagspause gemacht. Wir haben uns schön vom Pizzalieferanten Pizza herkommen lassen auf der Wiese. Das funktioniert immer ganz schön mit Lieferando, ne? Schön übers Handy per App bestellen. So, mein Plan ist jetzt hier die nächste Fläche. Die ersten 12 Hektar hinten an der Hauptstraße haben wir fertig. Die Fläche zieht sich hier schön lang und dann habe ich hinter dem Maisschlag, da seht ihr noch die Strohbunne, die fährt Christopher gerade zusammen. Boah, ja, das ist so, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt heute noch schaffe. Weil das, wie gesagt, sich ziemlich in die Breite zieht, die Fläche. Naja, gut.
Wenn wir weiter labern, wird es nie was. Deswegen, wir fangen an. So, Leute von heute. Ich mache jetzt gleich Feierabend. Wir haben kurz nach 6:30. Ich bin immer noch weit weg vom Hof. Dementsprechend, ja, eine halbe, dreiviertel Stunde fahre ich, mache ich jetzt Schluss. Also es ist hier noch einiges mehr zu tun. Dieses Feld ist auch noch lange nicht fertig. Wir haben hier jetzt heute gleich die 25 Hektar voll. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Bin ja nicht so früh losgekommen. Dann haben wir noch da Mittagspause. Die alte Pause war es ja nicht. Wir haben ja noch was gegessen, ne? Aber trotzdem noch ein bisschen geschnackt. Und genau, morgen wird Christopher hier mit weitermachen. Ich habe morgen Vormittag noch einen Termin. Oh ja. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Bis dahin. Moin Leute, neuer Tag, neues Glück. Oder wie Hobbyknebel pflegt zu sagen, neuer Tag, gleiche Scheiße. Wir gehen zur Biogasanlage. Wir müssen wieder füttern. Wir haben wieder Dienst. Thomas hat Urlaub. Die Tür vom Trecker, vom Roder ist offen. Wir wollen Montag anfangen, Speisekartoffeln zu roden, die einzulagern. Da geht es jetzt auch demnächst richtig los. Und ein kleiner Spoiler, was ihr so in den nächsten Wochen erwarten könnt. Es bewegt sich gerade sehr viel darauf hin, dass wir Fabrikat wechseln bei einer Maschine. Was? Verrate ich nicht. Welche Maschine? Ihr werdet das alles mitkriegen. Also, wir schmeißen erstmal das gute Ding hier voll. So, das gute Ding ist voll. Wir sind hier fertig an der Anlage. Carsten hat den Roder auch schon weggeholt. Der ist vor der Werkstatt. Und ja, nochmal, um auf eine neue Investition zurückzukommen. Nächste Woche möchte ich ganz gerne, wenn es zeitlich alles zwischenpasst, kann ich mal zur LBRG und das Ding einmal durchtesten. Ich weiß nicht, ob ihr das dann nächste Woche schon im Donnerstag-Video oder im Sonntag-Video oder vielleicht auch sogar erst danach sehen werdet. Und genauso muss ich euch leider auch enttäuschen mit der Drohne. Habe ich ja Ende des letzten Videos angekündigt, dass ich mir eine bestellt habe. Habe ich auch. Speicherkarte ist angekommen. Drohne noch nicht. Da gibt es irgendwelche Lieferprobleme. Glaube nicht, dass das in diesem Video was wird. Leider, leider. Ansonsten hätte ich euch ja auch schon vom Grubbern was gezeigt. Ich mache mir jetzt erstmal noch einen Kaffee, logisch. Und dann schnappe ich mir den Frontlader. Strohbunde zusammenstellen. Da hat der Christopher ihn Schreiern gestern weitergemacht. Beziehungsweise ist auch fertig geworden. Und der ist da heute mit dem Grubber in Gange. Ja, und ich werde hier noch ein paar Strohbunde zusammenstellen. Die letzten, die nach Hause holen. Cool. Carsten ist mit dem Roder in Gang. Gut, wir sehen uns auf dem Feld beim Strohbunde stapeln. Moinse! Ja, schwer zu erkennen, ich bin am Stroh fahren. Wir werden zusammenstellen und dann nach Hause holen, das Zeug. Einfach aus dem Grund, weil das jetzt zu weit weg ist. Wir haben keine Lust, wenn wir Stroh laden sollen und dann spontan Anruf kriegen, ja, es kommt ein LKW, dass man bis nach hier hinten hinjuckeln muss. Ja. Kamera hält nicht so gut. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, was ihr davon alles gesehen habt. Also hier, das ist mein Wagen. Und dann geht es für mich jetzt knapp 8 Kilometer durch den Wald nach Hause. Christopher wird auch wahrscheinlich gleich Feierabend machen müssen. In Schreiern regnet es auch, laut Wetterradar da. Ja. Und das war es dann auch schon ziemlich für heute. Viel mehr passiert heute nicht. Carsten ist immer noch am Roder in Gange. So, Schneidwerk vom Drescher müssen wir noch sauber machen, weil das wird jetzt bestimmt 4 Wochen stehen, bis es mit den Sojabohnen weitergeht. Die sind noch lange nicht so weit. Und bevor der ganze Kram da unten anfängt zu keimen und Co., ja, machen wir das einmal sauber. Wundert euch nicht, das macht nichts, wenn die hier ein bisschen nass werden. Wir liefern ja ein Pilzland. Deswegen juckt nicht. Gut, die ersten Tropfen kommen auf die Linse. Ich fange euch morgen, bis dann. Da bin ich, moin! Wir haben Samstag, letzter Tag fürs Video heute. Und das ist auch mein letzter Wagen Stroh. Ich habe gestern gar nicht mehr so viel gemacht. Gestern waren wir auf der Fläche. Und jetzt bin ich hier nochmal in der Nähe und ich habe mir heute Verstärkung geholt. Moin! Carsten ist hier mit unserer Rebell. Köckerling Scheibenegge. Die hat im Winter neue Scheiben raufgekriegt.
die kriegt diese ganze Masse richtig gut eingearbeitet, weil bei unserer Drillmaschine die Scheibenegge, die würde das ja nicht direkt so alles schön schwarz kriegen. Naja, wir waren auch schon auf einer anderen Fläche im Gange. Also ich habe ja, wie gesagt, das Stroh lade ich ja auf, fahre ich alles zusammen, weil sich das sonst alles nicht lohnt. Viel zu viel hinterher gejucke irgendwie für die LKW. Und hier könnt ihr das auch sehen auf einer anderen Fläche. Da kamen nur 4 Bunde runter. Das war auch eine Ortoladenfläche. Da ja, war nicht viel mit Stroh. Gut, das, die letzten paar Bunde hier, die hier jetzt noch liegen, die lade ich jetzt noch schnell auf. Ja, und zum Schluss wollte ich mich auch einfach noch mal bedanken. Der Kanal hier wächst momentan echt extrem. Das ist richtig geil, dass hier so viele neue Leute dazu kommen. Gut, das soll es dann jetzt aber auch schon wieder gewesen sein mit dem Video hier. Das ist ja ein bisschen kürzeres mal wieder. Ist auch nicht allzu viel passiert. Dann würde ich sagen, drückt die Daumen, dass nächste Woche Montag wollen wir ja anfangen mit Speisekartoffeln roden, dass da alles gut geht. Weil da ist es auch ganz schön schwer einzuschätzen, wie da der Ertrag wird und wie die Qualität der Knollen ist. Aber wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, die Schafe werden erst dann gezählt. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Like, Kommentar, Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mich freut es extrem. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ah! Das war knapp, wenn es wieder heißt.